Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Bitcoin in 4 Minuten. Heute möchte ich mal kurz über ein paar Börsen sprechen, die ich selber benutze und ein bisschen Erfahrung weitergeben. Heutzutage ist ja DeFi in aller Munde. Und DeFi, also dezentrale Finanzierung, ist natürlich etwas, was wir nicht verschlafen dürfen. Das ist so wie etwa Internet 2. Auch da war in der Anfangszeit das ganz einfache Internet mit starren Browsern und später kam dann JavaScript dazu und viele Dinge. Und Programmiererei, Programmiersprachen, PHP 5 und anderes. Und mittlerweile ist ein ganz anderes Internet auf dem Markt wie vor 20 Jahren. Und ähnlich ist es natürlich mit der Bitcoin-Welt. Wir haben den Bitcoin, der als einzige Währung bestehen bleiben wird und immer seinen Wert hat und die entsprechenden Vorteile, die ich schon öfters beschrieben habe. Demgegenüber haben wir natürlich Altcoins, über die ich auch schon mehrmals geschimpft habe und von denen ich immer schon stark abgeraten habe, denn ihnen fehlt in der Regel die Dezentralität. Die sind nicht dezentral, sie sind zentral von einer Stelle oder von einer Entity geregelt, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Entity natürlich genauso wie die EZB oder Zentralbanken aller Art oder die Fed in Amerika die Dinge abschalten können und uns manipulieren können, wie sie wollen. Deswegen zum Zocken geeignet, wenn man zocken will, aber sicherlich nicht als Währung oder als sogar Ersatz oder Konkurrenz für Bitcoin. Gibt es nämlich nicht. Gut, jetzt frage ich aber mal über ein paar andere Dinge sprechen, die auch möglich sind. Wir haben zum Beispiel die Börse Nexo, die ich auch verwende. Die ist recht benutzerfreundlich und man kann da in die DeFi-Welt einsteigen, dezentrale Finanzierung. Das ist eine Welt, die immer mehr sich auch breitet. Der Sinn von DeFi ist einfach die dezentrale Finanzierung im Gegensatz zu CeFi, der zentralen Finanzierung. Also die DeFi ersetzt langfristig die Banken. Was bedeutet das? Was sind die Hauptaufgaben der Banken? Die Hauptaufgaben der Banken sind Geld leihen, erstmal Geld des Kunden verwahren, diese Gelder dann verleihen, dann natürlich Hypotheken und Darlehen vergeben und dann natürlich Aktienkauf und Depots und so weiter und so weiter. Diese ganzen zentralen Geschichten werden jetzt mehr und mehr von den Banken weggenommen. Deswegen sind sie auch so böse über den Bitcoin und so böse über DeFi und schimpfen und all das, was man da täglich hört, werden nämlich weggenommen von den Banken. Die Gebühren, die sie kassiert haben, gehen weg und gehen mehr in die dezentrale Welt. Wir brauchen keine Banken mehr. Denn zum Beispiel die Börse Nexo, über die ich jetzt kurz spreche, bei der ich also schon länger bin, dort kann ich meine Bitcoin hinterlegen. Ich kann aber auch Euro und Dollar hinterlegen. Und dafür bekomme ich Zins. Bei der Bank muss ich Zins bezahlen. Bei Nexo bekomme ich Zins erstmal 4%, wenn ich so und so viel hinterlege, 6%. Und jetzt kommt's, wenn ich noch Nexo dazu kaufe, das sind natürlich deren Coins, Tokens, die die ganzen DeFi-Projekte eigentlich gebrauchen, eigene Token, die eigentlich nur für die Wechselwährung dienen, um eine Parität zu haben, um einen Preis zu haben für die Wechslerei. Die geben sie dann in Token aus, die man haben muss, beziehungsweise dann wechseln muss, die eigentlich gar keinen inneren Wert haben, sondern nur den eigenen Token zu wechseln. Wenn es also bei kleinen Börsen ist, kann es passieren, dass der Token verschwindet und alles ist weg. Nexo ist sicherlich nicht der Fall, aber auch da muss man 10% des Gesamtwertes, den man da drauf liegen hat, in Nexo haben
und dann bekommt man 2% beziehungsweise sogar 4% extra. Das heißt, ich kann Euro hinlegen und kann bis zu 12% an Zins pro Jahr für meine Euro kriegen, ohne dass ich irgendwas daran ändere. Wenn ich natürlich Bitcoin hinlege, kann ich die Steigerung des Bitcoins noch mitnehmen. Aber es geht noch weiter. Ich kann mir meine eigenen Bitcoins beleihen bis zu 50%. Das heißt, ich habe, als der Bitcoin relativ tief war jetzt vor kurzem, bei 36.000, 37.000, habe ich mir sehr viel Bitcoins geliehen. Also nicht viel Bitcoins, sondern umgerechnet in Dollar, sehr viel geliehen, nämlich die ganze Hälfte, was ich da deponiert hatte, in der Hoffnung, dass es steigt. Und habe davon gelebt. Und jetzt ist er gestiegen, also habe ich das Geld wieder zurückbezahlt, sodass ich eigentlich um viel weniger ausgegeben habe, faktisch, als ich mir damals geliehen habe. Also ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Und jetzt habe ich sogar neuerdings, jetzt ist er bei 53.000, habe ich mir in der Hoffnung, dass er weiter steigt, wieder die Hälfte herausgenommen und ein Darlehen gemacht. Und davon, von diesem Darlehen, die habe ich wieder investiert, da kriege ich wieder dann meine 12% dafür. Und dadurch kann ich davon wieder die Hälfte rausnehmen und als Darlehen nehmen. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich praktisch alles verdarlehnt habe, wenn ich so will. Und das Spiel funktioniert wunderbar, wenn er jetzt steigt. Dann habe ich nämlich viel mehr Bitcoin, wie ich eigentlich habe, weil ich die als Darlehen da drin liegen habe. Und wenn er jetzt steigt auf 100.000, wovon ich eigentlich ausgehe, dann zahle ich die Darlehen zurück. Ich zahle aber nur den Betrag zurück, den ich mir damals geliehen habe, der dann viel weniger ist und habe auf einmal mehr Bitcoin. Und das geht natürlich, wenn er in die richtige Richtung läuft. Und ihr seht daran, weil ich das gemacht habe, dass ich glaube, dass er in die richtige Richtung läuft. Wenn er in die falsche Richtung läuft, könnte das natürlich ein Schuss ins Knie werden. Das ist DeFi, dezentrale Finanzierung. Ich kann Geld verleihen und kann für das Verleihen auch Geld kriegen und ich mir Geld leihen. Jetzt geht das Ganze noch weiter. Man kann mittlerweile bereits Aktien, synthetische Aktien, also Tokens auf Aktien, die Aktien bleiben irgendwo deponiert, aber ich kann einen Teil dieser Aktien mir kaufen und bin dann mit den Aktien dabei. Wenn die Aktien steigen, steigt mein Token. Wenn die Aktien fallen, fällt mein Token. Also ich kann Aktienhandel bereits machen. Ohne KYC. Vollkommen einfach. Das geht jetzt noch nicht auf Nexo, aber all die Plattformen fangen an, dass das langsam funktioniert. Neben Nexo gibt es natürlich noch viele andere, aber ich gebrauche zum Beispiel Crypto.com. Bei Crypto.com muss man natürlich wieder CROs, also Kryptos, als Wechselmedium, was natürlich letztendlich auch nur ein Altcoin ist, als Token hinterlegen und kann dann, wenn man genug Token hinterlegt ist, bekommt man Kreditkarten und zwar in verschiedenen Stufen, je nachdem, wie viel man hinterlegt hat. Mit der Stufe, in der ich bin, habe ich zum Beispiel Netflix umsonst oder man bekommt 2% von allen Einkäufen, die man über die Kreditkarte gemacht hat, wieder zurück. Und auch hier kann ich Lending machen und ich kann Staking machen. Was heißt denn Staking? Ich kann einen bestimmten Token kann ich staken, zum Beispiel auch den Krypto oder vorher den Nexo. Ich lasse eine bestimmte Anzahl dieser Tokens dort liegen und bekomme täglich einen kleinen Reward und habe so einen kleinen Gewinn. Das Ganze geht auch bei Cake. DeFi Cake zum Beispiel ist eine Börse, die ist von der DeFi Chain. Auf dieser Börse kann ich Liquidity Mining machen. Das heißt, ich muss die gleiche Anzahl Bitcoins oder Ethereum oder Schrott, natürlich jetzt wieder, aber lassen wir mal Bitcoins, wie DeFi in der Summe in einen Pot mit reinschmeißen. Und ich kriege dafür täglich Rewards, nämlich von der Blockchain, die dann Rewards ausschüttet.
und noch von den Gebühren die Leute, die Liquid Mining benutzen, also Geld einzahlen oder wegholen, anteilig ihrer der Höhe, was sie zur Verfügung gestellt haben. Auch da kannst du nebenbei passives Einkommen generieren. Und ich erzähle das deswegen, weil es ist wieder was Neues am Anmarsch. Das nennt sich Grizzly. Ein paar Schweizer Jungs, die recht firm sind mit IT in der IT-Welt, haben ein System entwickelt, das sich Grizzly nennt. Zum Beispiel die Börse Binance, die recht groß ist, hat auf der Binance Chain auch verschiedene Möglichkeiten, passives Einkommen zu verdienen. Wenn ihr da auf den Link Earn geht, also verdienen, dann seht ihr, was da alles möglich ist. Die haben eine recht große Swap-Möglichkeit. Swap heißt wechseln von Euro nach Bitcoin oder von Bitcoin nach BUSD oder andere Shitcoin gegen Shitcoin. Und da gibt es eine Bekannte, die heißt Pancake Swap. Da gibt es natürlich jede Art von Essen, Sushi-Swap und was der Teufel was für Swaps, die man da gebrauchen kann und dafür wieder Liquidity Mining zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel BUSD gegen Tether, Bitcoin gegen Ether und was weiß ich alles. Wobei man da in der Shitcoin-Welt ist und das sollte man sich immer im Hintergrund im Kopf behalten. Aber man kann da mit Binance sehr viel Swaps mitmachen und da auch passives Einkommen kreieren. Und da ist natürlich doch ein bisschen Know-how notwendig. Man muss wissen, was man macht und mit welcher Börse man was macht und wo gibt es die Rewards. Und die Rewards werden ja meistens täglich ausgeschüttet. Dann müssen sie wieder halbiert werden, umgetauscht in irgendwelche Coins, halbiert werden und wieder in den Liquid Mining zurück oder in Staking zurück. Und das macht natürlich Arbeit und verlangt ein bisschen technisches Know-how. Und da ist jetzt die Jungs von Grizzly auf die Idee gekommen, dass man das vereinfachen könnte, sodass der kleine Mann auch hier mitspielen kann. Die fangen ja wohl nächste oder übernächste Woche an, diese Sache zu launchen und mit den Grizzly zu beginnen. Das ist ähnlich wie beim DeFi, beim DFI. Da begann es mal, da hast du dann 360% pro Jahr gekriegt. Und da war ich dabei, da habe ich mitgespielt. Es sind mittlerweile immer noch 52%, was man kriegt. Je mehr da mitmachen, desto mehr teilt sich natürlich der Reward auf. Je mehr Geld da reinfließt, desto sicherer ist es einerseits. Andererseits teilt sich der Reward natürlich entsprechend auf. Aber wenn dieses DeFi so läuft, wie es wahrscheinlich läuft, dann kriegt man sogenannte Honey-Tokens oder sonst was. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann da im Standardmodell mitmachen. Da gibt es dann sogar Bitcoin oder BNBs für die als Reward, die man dann gleich umtauscht, natürlich in Bitcoin, um das in der sicheren Welt zu bleiben und nicht in dem blöden Altcoin-Welt. Aber wenn man da jetzt am Anfang mitmacht, die werden vielleicht so einen von diesen Honey-Tokens oder was die da jetzt auf den Markt bringen, kostet vielleicht 50 Cent, vielleicht 1 Euro, vielleicht 5 Euro. Aber da kannst du von ausgehen, dass die Dinger in den nächsten paar Monaten explodieren werden. Du kannst sicherlich das 10-fache, das 20-fache, das 25-fache, so nicht das 50-fache rausholen am Anfang. Und wenn ihr da dabei seid, ich gebe euch Bescheid. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann schreibe ich unten meine E-Mail-Adresse rein. Dann kann ich euch Bescheid geben, wenn der Launch beginnt. Und dann könnt ihr da mitspielen. Und dann könnt ihr doch richtig auch mitverdienen. Ich fördere somit nicht unbedingt Altcoins, aber ich fördere die Verdienstmöglichkeiten unter DeFi und letztendlich den Bitcoin, weil bitte alles rechtzeitig sofort wieder in Bitcoin umtauschen. Denn ihr wisst ja, not your keys is not your coins.